Jetzt also die Bayern zunächst, die 4:0 in Ulm gewonnen haben. Und wie so häufig nach einem Bayern-Spiel spricht man mehr über jemanden, der gar nicht dabei war. Nicht mal auf der Bank, gar nicht im Kader. Leon Goretzka seit 2018 bei den Bayern, wichtiger Bestandteil der Mannschaft, die das Triple 2020 gewinnen konnte. Sein Vertrag läuft noch bis 2026, aber jetzt ist die Botschaft der Bayern ganz klar: Wir brauchen Leon Goretzka nicht mehr. Der neue Trainer Vincent Kompany hat das so formuliert. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, was ich gesagt habe vor das Spiel. Und ich glaube, dass wir als Verein und dass wir immer sehr, sehr deutlich sein wollen mit den Spielern selbst. Das heißt, wir machen das in unserer Familie, kann ich das so sagen. Aber außerhalb brauche ich nichts dazu zu sagen. Das heißt, innerhalb der Familie, Herr Reif, muss man auch mal Tacheles reden? Und man hat ihm klar gesagt, Sollte man. Du kannst gehen, wenn du magst. Davon müssen wir ausgehen. Wir sind nicht Teil der Familie, nicht ganz, und sitzen nicht daneben oder haben nicht daneben gesessen. Aber ich denke, das ist der Stand der Dinge, ja. Setzt er da gerade eine Direktive des Vorstandes um, weil der Spieler Goretzka zu hohe Gehaltskosten verursacht, etwa 18 Millionen im Jahr? Oder ist das auch seine sportliche Überzeugung, dass Goretzka im Kader des FC Bayern keinen Platz mehr hat? Na, das wäre schon nicht gut, wenn er nur etwas umsetzen müsste, was von oben kommt. Sondern das ist eine Kaderplanung, Kaderdurchschau mit einem neuen Trainer. Als man mit ihm gesprochen hat, schon vor ein paar Wochen. Was wollen wir, was haben wir, was brauchen wir? Und wie viel haben wir auf der Naht? Und was brauchen wir nicht mehr? Und was sind deine Ideen? Ja, das ist die Folge. Und welche Ideen hast du? Und da gibt es sicher die unverzichtbar. Mit denen müssen wir gucken, wie die Karrieren langsam auslaufen. Mit denen müssen wir gucken, wie sie sich entwickeln. Dann wollen wir auch ein bisschen auf den Campus gucken. Wie viele, da können nicht 40 Mann trainieren. Das macht keinen Sinn. Also es ist ein quantitatives Problem. Und bei einem Spieler wie Leon Goretzka, der ein guter Fußballspieler ist, im Übrigen, da geht es um Qualität, aber natürlich geht es auch um Zahlen. Und das ist ganz einfach. Der ist 29, 18 Millionen kolportiert in etwa das, was im Jahr überwiesen wird. Und das ist die Frage. Dann wird es Kosten nutzen. Das ist Profifußball. Also wir sollten nicht meinen, auch Leon Goretzka wird Alternativen haben. Also der wird nicht unter der Brücke landen jetzt, weil die Bayern sagen, nee. Das sollte sich nur nicht zu lange ziehen, weil das kann auch nicht gesund sein für die Atmosphäre bei den Bayern. Also du hörst ja dann so Müller zu Recht. Sehr in Ordnung. Thomas Müller, können wir uns direkt einmal dazu anhören. Thomas Müller gefragt nach Leon Goretzka und der Rolle, ja, und dieser Härtefälle, die es immer wieder beim FC Bayern gibt. Wie jeder, aber Leon ganz besonders, hat keine einfache Situation gerade und trainiert, aber trotzdem wirklich exzellent. Das muss man ganz klar herausstellen, wie er arbeitet. Und trotzdem natürlich, wenn du den Kader anschaust und wenn du dann die Entscheidungen des Trainers und des Vereins dann noch mit einbeziehst, dann gibt es immer wieder Härtefälle. Aber das ist eben das, was unsere Jungs aktuell eben auch auszeichnet. Da lässt sich keiner hängen. Und was in den nächsten Tagen, Wochen oder sonst wann noch passiert, das wird man sehen. Aber Leon ist einer von uns und ich glaube, er zeigt uns als Mitspieler, wie wichtig wir ihm sind und das ist gegenseitig genauso da. Und das andere, das wird sich zeigen, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Soweit also Thomas Müller. Ist der Umgang der Bayern mit Leon Goretzka in Ordnung? Wie sollte man es anders machen? Ein bisschen spielen lassen und dann auströpfeln und dann immer weniger oder wie? Nein, das ist, irgendwann muss dann Klarheit her. Wenn sich das zieht jetzt, endlos, und wenn es dann, für den Moment noch ist es in Ordnung. Er wird nicht eingesetzt, das ist das klare Zeichen. Es kommt auch niemand und sagt, Moment, der hat was im Oberschenkel und er hat das Oberschenkel. Das wüsste ich doch aber. Und solche Dinge haben wir alle schon gehabt.
Im Moment, finde ich, ist es okay. Aber dass, wenn sich das länger zieht, ist dann immer auch die Gefahr und die Erfahrung lehrt einem das, dass dann Dinge beschleunigt werden sollen und dass es dann so Brandbeschleuniger gibt. So Sprüchlein mal da, na ja, und na, so doll war es ja auch nicht letzte Saison und mal das. Das wäre nicht gut. Ich glaube, sie sollten sehr schnell zu Potte kommen. Bis jetzt tut es weh, weil wir alle Leon Goretzka auch in Top-Spielen mit Top-Leistung gesehen haben. Aber wie Müller schon sagt, er holt Geld ab, also arbeitet er anständig, trainiert. Man hört nicht irgendwelche Dinge unterschwellig. Insofern, im Moment gehen sie anständig miteinander um, allerdings in einer schwierigen Phase. Ist es für Sie vorstellbar, dass Leon Goretzka diesen Vertrag die 2 Jahre aussitzt? Dass er sagt, 18 Millionen bekomme ich nirgendwo anders. Ich bin 29, wie Sie gerade gesagt haben. Das sind 36 Millionen für 2 Jahre. Muss jeder Verständnis haben, dass ich das mitnehme. Ist ja mein Beruf. Ja, aber da hätte ich ihn falsch eingeschätzt. Alles ist vorstellbar, aber bei ihm glaube ich es nicht. Ich glaube, 29, dazu ist er ein zu guter Kicker. Ich glaube nicht, dass er... Genau darum wird es doch gehen. Die Bayern werden ihm ein Angebot, denke ich, machen müssen, sollen, können. Nicht 36, sondern guck mal, wenn du bist ja bei einem anderen Club nicht 18 Millionen. So viele Clubs auf der Welt gibt es nicht. Die 18 Millionen, es gibt ein paar, die zahlen auf 28. Aber die brauchen Leon Goretzka gerade nicht. Und die anderen zahlen keine 18. Aber wie viel würde es denn da werden? Was würde denn da fehlen zu den 18, ganz 18? Ist nicht so schwer zu rechnen. Und wenn das relativ zügig passiert, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, dass Goretzka sagt, okay, Kinder, schade, war eine schöne Zeit. Ich dachte, ich könnte hier noch mehr bringen. Das seht ihr anders. Dann lasst so, wie wir jetzt auseinandergehen, ist es okay. Das wünscht man sich so ein bisschen auch. Wie gesagt, weil er enorme Verdienste um diesen Verein auch hat, um den Fußball, der da gespielt wurde. Und weil die Bayern halt die Bayern sind und sein wollen. Und da geht es auch um die weichen Faktoren. Christoph Freund, den Sportdirektor, haben wir noch zu dem Thema. Was sagt er über Leon Goretzka? Ja, geregelt kommuniziert, ja, wir haben mit Leon gesprochen und werden wir sehen. Ich habe schon gesagt, das ist eine hohe Konkurrenzsituation in der Mannschaft, auch auf der Position vom Leon, diese 2 Positionen, 6 und 8 im Mittelfeld. Es ist aktuell die Situation so sicher nicht ganz einfach auch für den Leon, aber ich habe schon gesagt, er gibt Gas im Training, trainiert auch richtig gut. Werden wir sehen. Gab es da schon Anfragen für ihn? Aktuell nicht das große Thema, aber natürlich gibt es für Leon Goretzka, glaube ich, einige Interessenten, weil er einfach ein sehr, sehr guter Spieler ist. Gibt es einen Club, bei dem Sie sich Goretzka ganz konkret gut vorstellen könnten? Ehrlich gesagt, müssten Sie mir einen Club nennen, wo ich es mir gar nicht vorstellen könnte. Wenn er in Topform ist und auch mal über Strecke fit bleibt. Aber die sind alle so besetzt, die ganz Großen, dass ich glaube, es wird die immer noch sehr weit oben, aber die 2. Etage sein. Und da kann ja auch mal Ausland sein, warum auch nicht. Der ist ja kein geborener Bayer, der da unten im Voralpenland so verwurzelt ist, dass er gar nicht weg könnte. Der könnte auch im Ausland gut spielen. Also nochmal, der wird nicht unter der Brücke landen. Lass uns wirklich nicht so einen Trauerfall. Aber Sie glauben auch, dass der Wechsel stattfinden wird bis zum 31. Ja, das ist ja alternativlos. Ne? So weit, wie Sie jetzt sind, da müssten wirklich Himmel und Hölle zusammenfallen und Verletzungen auf 6er und 8ern, aber am Stück. Und dass man dann sagt, komm, dann mach halt. Da glaube ich immer noch, dass er dann, wenn es drauf ankäme, das hat er ja letzte Saison auch gezeigt, der war ja schon mal. Die Schwangesänge hatten wir ja schon. Da hat er gesagt, na, dann zeige ich euch mal, wie das geht. Und hat sehr, sehr gut gespielt. Inklusive Innenverteidiger, glaube ich, auch mal im Pokal. Also, lass uns wirklich keine Trauerstunde draus machen. Goretzka ist ein prima Kicker. Die Verhältnisse, so auch finanziell, wie sie jetzt waren, sind so nicht zu halten. Sie haben Alternativen. Sie sehen andere stärker.
Und dann geht man auseinander. Sehen Sie, Herr Reif, auch andere stärker als Goretzka? Palinha ist jetzt da, Kimmich sieht Palinha sich wieder im Zentrum. Palinha muss stärker sein, sonst kaufst Pavlovic du nicht. Pavlovic ist da. Also, Palinha muss stärker sein, sonst kaufst du nicht für so viel Geld. Der muss dann doch schon spielen oder Sie sagen... Kann ja eine Fehleinschätzung sein. Ja, na gut, herzlichen Glückwunsch. Dann sind wir aber ja auf ganz anders unterwegs. Das ist das eine. Kimmich doch wieder im Mittelfeld. Da denke ich, der hat einen Vorsprung. Wird er auch zeigen mit allem, was er hat. Der wird rennen wie verrückt. Wen haben wir noch? Pavlovic. Ja, Pavlovic ist der Klassiker, die Sollbruchstelle oder der, machen wir es besser, die Position jetzt und der Typ, an dem sich zeigt, dass die Kreuzung der Bayern jetzt, den haben wir von da, von uns. Und der ist dann die Zukunft und sowas müssen wir und wollen wir, koste es, was es wolle. Das wollen wir durchdrücken. Insofern. Und wenn Herr Nagelsmann schon sagt, wer ersetzt Toni Kroos, Pavlovic ist einer, dann muss er ja ein bisschen was können. De Ligt zu Manchester United, Masraoui auch zu Manchester United, Zaragoza verliehen, Goretzka, gehen wir mal davon aus, dass das noch passieren wird im Rahmen dieser Wechselperiode. Glauben Sie, dass noch ein weiterer Spieler geht? Wird auf den Außenpositionen, Coman ist ein Name, der immer wieder fällt. Ich glaube Coman. Wenn Coman da jemand kommt. Mhm. Mit Coman ist die Reise auch, glaube ich, zu Ende. Und der ist noch so gut und französischer Nationalspieler. Der wird gehen, denke ich auch. Weil sich sonst ein bisschen, weil sich zu tummelt. Wie gesagt, solche Alternativen zu haben wie die Bayern, das können nur wenige Clubs da oben. Die brauchen das aber auch, weil sie 100 Spiele in der Saison haben und auch bis in den nächsten Mai alle noch spielen wollen. Inklusive aller internationalen Dinge. Und das sind alles ja Nationalspieler. Das ist das Gute, wenn du die hast. Die kommen aber jeden Tag auch zum Training. Da ist ja nicht einer, der sagt, ich weiß, jetzt hast du einen Problemtrainer. Pass auf, vergiss mich mal. Ich mache mal 2 Wochen Pause und dann kannst du dich ja... Das schafft eine Konkurrenzsituation, die dann ehrlicherweise nicht mehr zu handeln ist. Irgendwo. Ein Neuer ist da, ebenfalls ein Franzose, Olise. 50 Millionen haben die Bayern für ihn bezahlt an Crystal Palace, wo er in 82 Spielen 14 Tore erzielt hat, 22 Jahre jung. Und das war schon eine Pressekonferenz, die man so in der Form beim FC Bayern auch noch nicht erlebt hat. Wir können uns den Luxus erlauben, da er sehr pointiert in seinen Antworten war, die gesamte Pressekonferenz von Olise zusammengefasst, alle seine Aussagen und es dauert nicht mal eine Minute. Da ist er. Everything so far has been good. Whatever, both. For me, I don't really look at the price tag and stuff like that. I don't think that's too important. I just think the club bought me to do a job and I'm here to do that job. So. Yes and no. Yeah, well, I like Ribery, obviously. Probably for me, I'd say he's the player that, when I think of French players that played at Bayern, he's the one that I'd look at the most. I think it would probably be a bit different. But, yeah, I don't know. Yeah. Yeah, I played with him when I was younger, for a while, to be honest. We didn't speak too much afterwards, but when I was coming here, we spoke and stuff. He's a top player, so I'm happy to be playing with someone like that. Das war's schon. Da kann man sagen, da setzt einer wirklich den Fokus auf den Platz, oder? Haben Sie irgendeinen Quatsch da drin gefunden? Nein. Ich habe mich halt gefragt, wie muss die Frage gewesen sein? Und ich finde, er hat auch Fragen. Die Frage, schießt du lieber Tore oder lieber Vorlagen? Egal, beides. Finde ich eine ausgesprochen passende Antwort auf eine völlig phrasenfrei. Klare überhaupt Frage, nicht. Klare Antwort. Da hat einer mal den Fragenden nicht geholfen, sondern einfach, du fragst mich, Mumpitz, und dann beantworte ich das mit dem, was ich habe. Ja, ich habe mit Musiala mal zusammengespielt, danach haben wir selbstverständlich, warum sollen sie auch dauernd miteinander sprechen, weil sie irgendwann mal als Junge, als Kinder irgendwo in der Jugend mal zusammengespielt haben. Also ich fand das hervorragend, wenn der so fokussiert bleibt. Viel Spaß bei den Interviews, aber spielerisch müsste das gut gehen. Ich glaube, das war die entscheidende taktische Sache von ihm. Er hat jetzt allen Fernsehsendern klargemacht, Leute, mich braucht ihr nicht oder anfragen. Oder überlegt euch eine Frage, die ich
wirklich mit drei Sätzen beantworten kann. Wenn ihr mir Fragen stellt, die mit einer Antwort erledigt sind, nehme ich dankend an. Wird es ein kurzer Abend. Haben Sie über Uli See vorher gehört? Nein, nur, aber dass er alle schwärmen von ihm, die ihn schon mal gesehen haben. Crystal Palace hat man nicht so auf dem Schirm. Aber das, und die 10 Minuten, die der, oder 13 Minuten, die der auf dem Platz war. Ja, und deswegen, das ist die Ablösung von Coman. Auch nicht schlimm und nicht eine Katastrophe. Coman wird auch seinen Platz wiederfinden, aber du kannst nicht, denn sonst treibst du die Tell- und Olise-Nummer zu weit. Du kannst nicht nur Jüngere kaufen, das haben sie, glaube ich, auch gemerkt. Und die dann aber auch nicht spielen lassen, weil da immer noch irgendwelche Granden rumlaufen. Das macht irgendwann von der Planung keinen Sinn. Und das, glaube ich, ist eine gute Strategie. Ein Bayern-Namen ganz am Ende noch zu diesem Block, Herr Reif, Manuel Neuer. In seiner Rolle aber als Nationalmannschaftstorwart bei der EM. Rudi Völler, DFB-Sportdirektor, war gestern bei den Kollegen im Doppelpass und hat so Andeutungen gemacht, ja, dass Manuel Neuer den ersten Aufschlag hat in Sachen Kommunikation, wie es weitergeht bei ihm. Klang das für Sie auch eher danach, als würde er die Nationalmannschaftskarriere beenden? Irgendwann mal beenden wir alle alles. Ich meine gesagt. Sofort. Im September wird ja wieder gespielt gegen Ungarn und Holland. So, und das ist die Frage. Wie stellt er sich seine Fußballkarriere weiter vor? Was, und nicht nur, wie stellt er sie sich im Kopf vor, sondern was erzählt ihm denn sein Körperchen? So, was treiben wir? Und dass wir ein bisschen im Pokal noch weiter machen werden, scheint sie es wirklich vorzuhaben. Plus die Liga, plus Champions League fängt an, plus wie viel habe ich im Tank? Und das nimmt ab mit dem Alter. Und ich halte Neuer für intelligent genug, zu sagen, da zwinge ich es nicht, sondern da höre ich mal auf die Signale und kürze von hinten. Und da ist, die Nationalmannschaft würde weiter existieren, auch ohne Manuel Neuer. Das weiß er auch. Ihr habt doch, glaube ich, oder wer hat spekuliert, der könnte die Nations League, was? Da kommen wir auch irgendwann mal noch dazu, die Nations League weglassen und dann doch wieder kommen. Aber das wird Nagelsmann noch nicht mitmachen. Das ist Kasperltheater. Deswegen bitte gleich dem Kollegen sagen, lass mal, das ist nicht weit genug gedacht. Das ist entweder ich mache weiter, bis zur WM zum Beispiel, und mit der WM beenden wir es, dann wissen alle Bescheid, dann weiß auch Ter Stegen Bescheid und dann ändert sich an den Verhältnissen nichts. Oder aber er sagt, hör zu, das würde bedeuten, das und das. Leute, es reicht. Und was fänden Sie besser? Wie gesagt, müsste ich in seinem Körper drin. Er muss wirklich genau drauf. Aber ich weiß ja, dass Sie es Ter Stegen schon irgendwie mal gönnen würden, dass der einfach nicht spielt. Jeder gönnt es Ter Stegen, aber ich habe schon so viel. In meiner Laufbahn seit etwa gefühlt 100 Jahren habe ich so vielen Torhütern schon so vieles gegönnt, aber da war immer war da noch einer davor. Und der dem man es gegönnt hätte, war ein richtig guter Torhüter und der musste Nägel kauen. Und deswegen, ja, aber mit Ter Stegen wäre einer da und es gibt noch ein paar andere. Also es ist alles nicht nübel, alles nicht so furchtbar auf der Torhüterposition. Das weiß auch Neuer. Und wie gesagt, wenn so ein alter Sack, und ich weiß, wovon ich rede. Ich wollte gerade sagen, meinen Sie jetzt Neuer oder sich selbst? Ich meine mich inklusive. Wenn du dann irgendwann sagst, das zwinge ich jetzt nochmal. Wenn du das schaffst, ist das ja möglicherweise okay. Wenn du aber sagst, ich zwinge es und besiege den Konkurrenten, besiege aber auch mich und meinen Körper, das ist doof. Und da, glaube ich, ist Neuer schlau genug. Deswegen warten wir es mal ab. Aber das klang so ein bisschen, als hätte zumindest Neuer angedeutet, ich denke mal ein bisschen nach über ein paar Dinge. Zumal sein Vertrag bei den Bayern ja auch nur bis 2025 läuft. Und das Finale der Horm. Ja. Ich glaube, alle liebäugeln jetzt gerade so ein bisschen mit Rücktritt, mit einem würdigen Zeitpunkt. Und wer weiß. Und wenn ich das aber hundertprozentig spielen will, möglicherweise ist dann so eine Nations League und eine Quali und was immer da alles noch so dazukommt von der WM, oder? Ist das auch noch Quali? Lass mich in Ruhe, darüber reden wir, wenn es soweit ist. Ist das möglicherweise vor den Augen so viel, dass man sagt, pass auf, ich glaube, ich muss ausdünnen ein bisschen. Zumal, wenn man eine Karriere theoretisch planen würde, in seinem ersten Bayern-Jahr war das Finale der Horm. Jetzt. Da schließen sich Kreise. 25 wieder Finale der Horm. Mit dem Ding in der Hand. Für das große Ganze. So ist es. Da beginnen wir ja jetzt bereits schon eine. Jetzt 19. August, ne? Seite 5. Noch so viele Tage, bis sich der Kreis schließt für Neuer.